Moin und hallo. Moin. Heute geht's zur Sache bei unserem kleinen Sprinterchen. Was machen wir denn? Ja, wir haben ja das übliche Sprinterproblem, der Wagen hängt ja hinten. Ne? Finden wir jetzt nicht so ganz klasse. Ja. Und da geht's heute zur Sache, wie du schon sagst. Wir nehmen den Wagen hinten auseinander. Besser, wir lassen das machen. Wir sind hier bei der Firma Henning Autofedern in Hannover. Die nehmen sich den Wagen heute auf der Hinterachse vor. Es gibt eine dritte Blattfeder. Zwei Blattfedern hat der Wagen ja. Und durch die dritte Blattfeder kommt er hinten 4 bis 5 cm höher. Mhm. Und damit es dann in den Kurven auch nicht mehr so schaukelt, gibt es noch einen Satz neue Stoßdämpfer. Marquardt-Stoßdämpfer. Marquardt. Kennt ihr sicherlich oder einige von euch kennen die bestimmt. Wir zeigen euch mal, wie das Ganze funktioniert. Ja. Ne? Ja. Zusätzliche Blattfeder und im Vergleich zur Zusatzluftfeder hinten. Mhm. Die Zusatzluftfeder haben wir ja schon gehabt auf unserem Hümer MLT. 580. Und trotzdem hat da hinten, ist er gewackelt, ne? Das ist ja Wankneigung, heißt das Ganze. Er hat also eine starke Wankneigung, auch bei so Querrillen, wenn du so über Bordsteine schräg gefahren bist, hat er sich total aufgeschaukelt. Da haben wir keinen Bock mehr drauf, deshalb gibt es heute die dritte Feder. Ja. Und ganz am Ende zeigen wir euch, wie das Ganze, wie sich das denn in der Praxis verhält. Fährt sich der Wagen dann wirklich besser? Das schauen wir uns ganz zum Schluss an. Jetzt gehen wir erstmal ins Büro. Jetzt gehen wir erstmal ins Büro. Da möchte ich hin. Ja, ich komme mit, was jetzt? Tour 1. Frage wahrscheinlich. Ja. Jetzt gucken wir mal doch. So sieht das hier aus. Das ist die Originalblattfeder vom Sprinter. Und die rote kommt jetzt dazwischen. Natürlich für jede Seite eine. Ach so, rote. Die war jetzt drin. Die? Oh, was habe ich denn jetzt gemacht? Habe ich was falsch gemacht? Nein, alles gut. Alles gut. Also die war drin und die rote kommt jetzt dazwischen. Genau. Okay. Und die wird dann auch, so hast du es ja erklärt, die wird dann auch von der Krümmung so ein bisschen angepasst. Passt, dass die wirklich sehr gut da reinpasst. Dass sie wirklich sehr gut anliegt. Und dann sind noch so Gleitscheiben, dass sie nicht quietscht. Ja. Gibt einen längeren Herzschutzen rein. Dann unterstützt das die obere Feder. Super. Da sind wir ja mal gespannt. Okay. Gut. Und danke. Euren Betrieb gibt es ja schon seit über 100 Jahren, ne? Ich habe es nicht ganz. 1908. Früher waren es die Kutschen, heute sind es die Automobile. Die vierte Generation. Und ihr seid auch Goldschmidt-zertifizierter Servicepartner, so heißt es im Fachjargon. Also, wer möchte, der kann sich auch die Luftfeder einbauen lassen. Genau. Wir machen also ganz normale Umbauten von Luftfedern, Auflastung, Temperatur, alles. Ja. Super. Spannend. Stimmt. Also der Reifen bleibt dran. Bleibt alles, guck mal, bleibt das Rad, alles bleibt dran hier, guck mal. Jetzt fehlt die Feder. Ja. Jetzt siehst du nur den Dämpfer da stehen, da hinten. Genau. Ja. Ach, das sind die, die wir bekommen. So. Ja, das ist unser Muster. Aber die Original. Ein Blattfeder hätte zum Beispiel, kann man den als rote Lage verstärken. Man könnte eine Luftfeder zubauen bei verschiedenen Fahrzeugen oder mit verstärkten Stoßern bearbeiten. Oder alles drei in einer Kombination. Du hast ja, der Unterschied ist ja, wenn ich die eine Zusatzluftfeder habe, so habe ich das verstanden, dann kann ich ja die Länge des Stoßdämpfers nur darauf abstimmen, auf die tiefste Position der Bälge, ne? Genau. Der Luftfeder. Und sein, dass der nicht bis zum Ende Schlag gegenhaut. Ja. Genau, und wenn ich der Vorteil jetzt, wenn ich eine starre Erhöhung hinten mache, dass ich dann auch einen fixen Punkt habe, eine fixe Länge genau. Des Stoßdämpfers. Richtig. Und dadurch erhoffen wir uns, und dann hat er ja auch eine höhere Stärke. Genau. Der ist ja stärker, sagt so Härtegrad, so heißt es, glaube ich. Ne? Das ist erstmal stabiler durch den guten Stoßer von Marquardt, der in zwei Richtungen funktioniert. Das Fahrzeug viel stabiler. Und dadurch erhoffen wir ja uns auch eine bessere oder eine höhere Fahrstabilität genau. Und weniger Wankneigung. Richtig.
Dann habe ich das alles richtig verstanden. Genau. Aber du kannst nicht mehr auf dem Platz, wenn du kommst, nivellieren. So richtig. Wie wir es früher gemacht haben mit der Luftfeder. Und der Vorteil der, Vorteil der Zusatzluftfeder ist halt, dass du ja durch den Volumeninhalt, die Luft, die du hier reinpumpst, die Höhe verändern kannst vom Fahrzeug. Genau. Und dadurch kannst du den natürlich auch zum Ausnivellieren nehmen, ne? Deines Wohnmobils, weil du das ja gerne in Waage haben möchtest, das Fahrzeug, damit du nicht schief schläfst. Genau. Und wenn irgendwelche Senken sind, wie Fähre, Durchfahrten, irgendwas, kann man den Wagen einfach hochfahren. Genau, mit der Luftfeder. Und dann Schrittgeschwindigkeit im Endeffekt durch die Senke oder eben wie auch immer durchfahren. Ja. Genau. Ja, und wir sind ja jetzt hoch genug dann, 4 bis 5 Zentimeter mehr durch den Allrad, ja sowieso. Da braucht man ja dann im Endeffekt die Luftfeder nicht. Genau. Ja, dann noch viel Spaß beim Schrauben. Ja, danke. Super. Guck mal, und hier ist die Marquardt Stoßdämpfer in Blau. Bei unserem Rudi haben wir uns nun für die feste Variante entschieden. Nicht mit der Luftfeder, weil wir finden es passender für dieses kleine, süße Sprinterchen, 5,93 Meter. Es passt zu dem Fahrzeug, fest und gutes Fahrverhalten zu haben. Ja, das wollen wir auf jeden Fall ausprobieren. Und die Zusatzluftfeder kennen wir ja schon. Ja. Wir haben es ja erzählt, dass wir damit ja schon mit dem Hümer MLT Sprinter, der ist knappe 7 Meter gewesen, hat einen sehr langen Überhang. Ja. Und da sind wir mit der Goldschmidt Zusatzluftfeder gefahren auf der Hinterachse. Und das Wankverhalten hat uns nicht gefallen. Wir wollten, dass der nicht so wankt, ne, dass der stabiler wird auf der Hinterachse. Und das probieren wir oder erhoffen wir uns jetzt durch die dritte Feder, Einbau der dritten Feder. Hier kann man es ja im Muster noch mal super sehen, die rote da, ne? Die kommt jetzt ja dazwischen. Und für die Stoßdämpfer haben wir uns entschieden, hier die Marquardt Stoßdämpfer, da liegen sie. Genau. Das Ganze ich bin gespannt, den Unterschied. Ich meine, gut, nun kannst du es ja nicht so vergleichen. Der Hümer hat ja einen Aufbau, wiegt auch etwas mehr. Hier haben wir den kleinen Kastenwagen. Aber wir finden es einfach passend zu dem kleinen Kastenwagen. Ja, wir können es natürlich nicht MLT gegen MLT, das geht nicht. Gleiche Fahrzeuge. Nee, das geht ja leider nicht. Ja. Oder wir müssen doch mal ein MLT kaufen. Nein, ausprobieren. Was natürlich ist, klar, das sind Umbauten am Fahrwerk. Ja. Die müssen eingetragen werden. Die kommen auch in die Fahrzeugpapiere. Stimmt, TÜV kommt auch. Deshalb kommt nachher ein TÜV-Prüfer und nimmt das Ganze ab. Und dann kannst du mit dieser TÜV-Prüfung kannst du zur Zulassungsstelle gehen und das in deinen Fahrzeugpapieren eintragen lassen. Alles das wird hier natürlich geregelt, ne? Durch Henning Autofedern. Keine Frage. Luftfeder. Ja, dann müssen wir auch mal sehen, wir haben ja jetzt so kleine Keile, dadurch, dass wir ja hinten höher kommen. Also wie man dann sich nivelliert auf dem Platz, wobei ich es ja immer nicht so schlimm finde, wenn man mal vorne ein bisschen tiefer steht. Nö, mit den Keilen geht das ja auch. Weil wir schlafen ja längs. Ja. Mit dem Kopf nach hinten und dann finde ich das nicht so schlimm. Gut. Moin und hallo. Nein, haben wir schon. Das ist was. Heute Morgen um 8 haben wir Rudi zum Michael Henning gebracht in die Werkstatt. Genau, das war der junge Mann mit dem roten T-Shirt. Genau, ich muss aufpassen, Radfahrer. Wann haben wir ihn abgeholt? 13 Uhr. 13 Uhr. Und ein paar zerquetschte. Uns frisch gemacht, was gegessen und jetzt Probefahrt. Ich bin gespannt. Also ich merke, dass er hinten höher ist. Jo. Von der Optik. Wir halten ja nachher noch mal irgendwo an. Ja klar. Sieht das Ganze schon schicker aus. Ja, jetzt kommt er seinem Freiheitsdrang doch näher. Ne? Ja. Hintern hoch ist echt schöner. Ja. Und ich bin ja hinter dir hergefahren. Wir mussten ja mit 2 Autos fahren. Und ich fand, er stand kerzengerade. Also er hat nicht so geschwankt. Nun will ich mal, da hinten weiß ich, wo ein Kreisel ist. Da will ich ein paar Mal rumfahren. Darf ich ja, ne? Ich habe ja Vorfahrt. Kreisel, ja, wir sind jetzt in der Stadt. Das ist natürlich, hier können wir jetzt nicht über Stock und Stein fahren. Ja, ja. Aber einfach erstmal ein Gefühl bekommen. Du kannst ja mal in so einem Gleisbett von der Östra spielen. Das Ganze ist eine Einzelabnahme. Der Mann vom TÜV war da, Papiere sind fertig. Jetzt brauchen wir nur noch den Schein umschreiben zu lassen bei der Zulassungsbehörde. Und dann hat er es auch alles Hand und Siegel. Ja. Vorsicht, der kommt hier noch rüber, der schlimme Schlingel hier aus Hamburg.
Also ich merke das an der Sitzposition, dass wir hinten höher sind, das merke ich. Klare Sache. Und als ich hinter dir hergefahren bin, vorhin, musste ja mit zwei Autos fahren, das sah Kerzen geradeaus. Also die Wankneigung, oder wie soll ich das sagen, habe ich das Gefühl, ist besser. Nun sind wir ja noch nicht durchs Gelände. Die Kreisel kommen ja erst noch, ne? Ja. Da hinten. Naja, es ist schon einfach stimmiger, wenn das Auto in der Waage steht, ne? Ja. Und das steht ja auch seinem Charakter sehr gut. Ja. Ne? Und schöne, freie Radkisten. Und wir kennen es ja nun vom Sprinter. Ella, der MLT 580, hatte ich ja vorhin erwähnt, die Luftfeder. Ja. Und das war wirklich toll auf dem Stellplatz. Dann wird eingestellt, oh, wir stehen gerade. Das war nicht schlecht, das können wir jetzt nicht. Jetzt brauchen wir wahrscheinlich größere Keile, oder auch nicht? Nö, das glaube ich gar nicht. Das ging ja bis jetzt auch. Wir haben ja so Mini-Keile hinten drin. Ne? Wir haben ja nicht so viel Stauraum in dem kleinen Sprinter. Ja, das funktioniert schon. Ich habe ja noch zwei Brettchen. Ja. Ja, genau, die zwei Brettchen haben wir noch. Ja. Uns interessiert ja, ob die Kiste jetzt richtig cool läuft. Ne? Das wollen wir doch wissen. Ja. Genau. Bei ihm jetzt das Wanken abgewöhnen konnten. Ja, es ist besser. Ist besser, ich merke, ne? Das jetzt schon. Ja. Kann das sein, dass er jetzt ein bisschen härter ist hinten? Er ist härter, auf jeden Fall. Er hat ja eine zusätzliche Feder drin. Bisschen. Und dadurch wird das Federpaket hinten ja größer und dadurch wird es auch alles ein bisschen fester, ne? Steifer. Ja. Ja gut, Luftdruck könnte man vielleicht noch mal gucken. Ja, das wollte ich noch machen. Luftdruck, also wir haben ja noch nicht den optimalen Reifenluftdruck. Das liegt einfach daran, dass wir den Wagen bis heute nicht gewogen haben. Macht nichts. Was denn? Dass wir ihn noch nicht gewogen haben. Nee. Macht nichts. So, noch ein bisschen. Wir haben ja sowieso nichts mit. Jeder hat zwei Jeans und ein paar Schuhe. Mehr geht ja nicht mehr im kleinen Sprinter. Oh, herrlich. Oh, das macht schon Spaß. Also das macht schon Spaß. Also mich würde auch mal interessieren, von euch Kommentare zu bekommen oder Erfahrungen. Erdbeerfeld geht links, Nora. Nee, ich wollte über den Kreisel fahren. Ach, über den Kreisel zum Feld, okay. Eure Erfahrung ist ja für uns alle interessant, die Kommentare gerne lesen. Eure Erfahrung mit... Jetzt habe ich gerade... Zusatzluftfeder? Ja, Zusatzluftfeder-Erfahrung. Oder wenn ihr auch schon mal nur die Blattfeder gemacht habt und nicht die Luftfeder. Was hat euch da am besten gefallen? Also das würde mich mal sehr interessieren. Ja, schreibt es in die Kommentare. Ja, genau. Wir freuen uns drauf. Auf jeden Fall. So, jetzt fahre ich erst ein Dreiviertel mal rum um den Kreisel. Nicht wundern. Ich will das wissen. Ich habe Vorfahrt. Der blinkt auch jetzt. So, wollen wir mal noch einen Sprinter da. Ja, die fahren hier dreist. Hannoveraner sind Stadtmenschen. Die haben keine Zeit. Oh ja. Da geht gar nichts, Noah. Nee. Da wackelt nichts. Da ist nichts. An was erinnert mich das hier gerade mit dem Kreisel? Da gibt's doch so ein Krimi. Der hängt aber richtig schön drin hier. So, und jetzt rausfahren. Boah! Jebi! Oh! Kommt keiner. So, hier war irgendwo das Erdbeerfeld. Ja, das gibt's natürlich heute nicht mehr. Dafür hast du Kopfsteinpflaster. Jetzt. Na gut. Oh ja. Härter. Härter. Oh. Oder? Ja, guck mal, hier gibt's noch Erdbeeren, Nora. Doch, dann haben sie doch noch ein Erdbeerfeld. Ja. So. Ich dreh mal. Wir halten dann auch mal an. Zeigen euch das mal von außen. Kommt keiner. Zack, drehen, wenden. Vorne frei, hinten frei. Ui, der Wendekreis ist doch noch ein bisschen anders hier. Ja, das ist kein Fiat 500. Doch. Ja, komm. Kurz. Ja, komisch. Ich habe mir angewöhnt, immer aus dem Fenster zu gucken. Ich benutze diese Rückfahrkamera gar nicht so. Dann haben die doch noch Erdbeerfeld, bitte. Ja. Kreisel, also die Kreisel können kommen. Ja gut. Es gibt ja überall diese Kreisel.
So, nochmal. Ja, ist super. Die da an der Bushaltestelle gucken. Ja. Läuft richtig. Also schön, das ist toll. Zum Parkplatz. Der Parkplatz war uns zu staubig. Jetzt messe ich erstmal den Unterschied. Wir hatten heute Morgen 92 cm. Und jetzt messen wir nochmal. 96,5. Also 4,5 cm höher. Ja, war ja unsere Schätzung, ne? Zwischen 4 und 5 Zentimetern sind ja 4,5 cm genau der Treffer. Ja. Punktlandung. Jetzt komm mal hier, guck mal. Sieht man. Sieht gut aus. Mir kommt es jetzt so vor, als ob das gleich ist, vorne und hinten. Ja, wir schauen uns das mal an. Ja. Scharf. Cool. Da steht sie, die coole Socke. Anni ist ja ein Eher, Rudi. Ja. Coole Socke, Rudi. Ja. So haben wir uns das gewünscht, so haben wir uns das vorgestellt, so haben wir es bekommen. Ja. Da schauen wir mal rein. In den Radkasten. Da ist nun die rote Goldschmidt-Zusatzfeder, die dritte. Und hier hinten kann man den Stoßdämpfer sehen. Das ist der Stoßdämpfer von der Firma Marquardt. Der hat einen höheren Härtegrad und dadurch ist die Wankneigung zurückgegangen. Auf jeden Fall. Haben wir ja gerade im Kreisel gemerkt, ne? Oh ja. Schick. Nora, wie immer zum Schluss die Frage, was kostet denn der Spaß? Der Spaß hat gekostet 1.180 € inklusive der Feder und dem Stoßdämpfer. 1.180 € plus Einzelabnahme TÜV. Genau. Ja. Und dann musst du noch mal bezahlen die Eintragung im Kfz-Schein. Da musst du ja zur Zulassungsstelle fahren. Genau, das kommt dann auch noch dazu. Ja, genau. Und den Preis, den weiß ich auch nicht. Ja, und was würde eine Luftfeder kosten? Naja, da kenne ich verschiedene Preise. Das geht eigentlich immer erst so bei 2.000 € los. Und dazu kommen ja noch die Marquardt-Stoßdämpfer. Stimmt. Ein Marquardt-Stoßdämpfer liegt so bei, je nachdem, wer es anbietet, 250 € das Stück. Jetzt möchte ich aber noch ein bisschen fahren. Ne? Ich finde es klasse. Es ist wirklich schick. Jetzt ist er rund. Jetzt ist er rund. Das ist rund. Das war's für heute, ihr Lieben. So haben wir es gemacht an unserem Rudi, unserem Allradsprinter, Fahrwerksoptimierung. War ein sauinteressanter Tag. Ja. Michael Henning ist echt eine coole Socke. Mhm. Müsst ihr mal kennenlernen, hinfahren, vorbeifahren. Wenn ihr Dinge über Fahrwerke und Fahrwerkoptimierung wissen möchtet, Luftfedern, Zusatzluftfedern, wie auch immer, Blattfeder einbauen wollt, quatscht ihn einfach mal an. Der hat richtig Ahnung, der Mensch. Mhm. Habt eine wunderbare Zeit. Lasst es euch gut gehen. Und wir sehen uns. Bis die Tage. Tschüss. Tschüssikowski. Ja, nicht vergessen hier.